Hallo Leute, hier ist wieder Christina's Body. Ja, ich dachte mir, ich war einkaufen und ihr hattet seit letzter Zeit nichts mehr von mir richtig gehört, zumindest nicht vis-à-vis. Und da dachte ich mir, mache ich mal wieder ein Food Haul, wenn ich jetzt wirklich so einkaufe. Und da jetzt in nächster Zeit die Geschäfte bald zu haben, habe ich natürlich ein bisschen krass hier eingekauft. Um in den Feiertagen auch genug zu essen zu haben. Und keine Kleinen zu haben, weil ihr meint Weihnachten ist. Und wenn ich mir Essen natürlich auch nicht tun lasse, auch wenn ich mich nicht gerne ernähre. Aber schaut selber. Da in der Küche nicht so viel Platz ist und hier so eine tolle freie Fläche, mache ich das mal hier. Also der erste Tragebeutel. Ja, natürlich wie immer meine Schoko. Lupin-Dessert. Dann hier so ein Soja-Joghurt wieder. Hier nochmal das Lupin-Dessert. Das ist Soja-Joghurt-Mango, Soja-Joghurt-Erdbeeren, Himbeeren, wie immer. Dann will ich in den nächsten Tagen mir eine Pizza machen. Den Teigboden habe ich noch nicht, aber ganz viel Champignon, braune. Dann einmal Bananen. Die sind ja, Bio und das, die sind fürs Frühstück, damit das Frühstück gut anfängt. Hier ist nochmal das Soja, nochmal. Ja, und dann habe ich bei Alnatura so ein Packen Sushi entdeckt. Ich dachte mir, Sushi ist gar nicht so verkehrt. Die sehen auch voll lecker aus und war auch nicht so teuer. Bio-Qualität. Und ja, ich würde mal sagen, in den nächsten Tagen will ich auch nicht so viel kochen unbedingt. Ich habe ja auch Weihnachtsfeen. Und ja, daher haben wir hier nochmal so eine Toskana-Bällchen. Die habe ich auch geholt. Die sind auch einfach aufzuwärmen mit Reis und Sojajoghurt. Schmeckt voll lecker. Jetzt schmeckt das mir. Dann habe ich so eine glutenfreien Wraps gefunden. Ja, da werde ich mir auch ein paar Sachen machen dieses Mal. Ein paar Burritos. Dann hier einmal Sojajoghurt. Marzipan-Nougat. Das ist aber vegan. Also habe ich alles nachgesehen, ist auf jeden Fall vegan. Dann hier einmal Curry-Mango für meinen Reis. Und dann, ja, die sind voll lecker. Onigiri nennen die sich. Das sind japanische mit japanischer Erdnuss. Mal sehen, ob es mir schmecken wird. Habe ich auch von Alnatura. Hier von Alnatura auch diese Falafel, die sind voll lecker. Kimchi. Ja, werde ich mal vielleicht zum Reis oder so essen. Mal sehen, wie es schmeckt. Soll ja so toll sein. Und dann habe ich einmal hier Robites Schokolade, Kakao, alles für Weihnachten und hier einmal so ein Proteinbar. Die auch zum ersten Mal gesehen. Jo, auch von der Alnatura. Ich packe nochmal erstmal hier ein bisschen zur Seite. Das geht die zweite Tasche. So, natürlich für die Pizza von Simply Wien habe ich so einen veganen Schmelzgenuss. Also Käse für die Pizza. Mal sehen, wie schmeckt. Habe ich auch zum ersten Mal. Dann einmal Petersilie. Kann man immer brauchen. Einmal diese Cocktailtomaten. Habe ich hier günstig so ein Pack Mandarinen, zwei Netze für 99 Cent. Dann für die Burritos einmal eine Avocado. Dann so ein Glas Okraschoten, das esse ich immer gerne mit Reis. Ja, ich bin voll der Reisliebhaber, ich weiß, hat sich so gereimt. Dann zweimal, oh, sind die nicht lecker, die sehen so gut aus, so absolut traumhaft. Mango,
Und der Preis, der ging eigentlich auf 1,99. Nochmal eine Tüte. Hier. Von den Mandarinen. Dann einmal Zwiebeln, natürlich für die Pizza. Und so weiter. Und für die Burritos. Dann habe ich hier einmal so nur Aufstrich mit weißen Bohnen. Das mache ich mir immer auf meine Reiskräcker. So, die nächste. Da war ich einkaufen bei Rossmann. Da hole ich mir jetzt immer diesen Apfel-Karottensaft und ja, trinke immer so ein Viertel von dem Ganzen. Für die Augen einfach. Ich esse zu wenig Möhren. Und da hole ich das halt nach. Und hier nochmal. Ja, hier so ein Packen Walnüsse für meine Müsli mache ich jetzt neuerdings immer. Dann habe ich hier so ein Riegel auch von Rossmann, den Kakao-Nips. Kakao und Kakao-Nips schmecken voll lecker. Dann hier mein Mango-Smoothie, Mango und Grünkohl und Spinat und Matcha, der schmeckt mir so gut. Macht mich, ja. Und während des Tanzens manchmal Energie zu schöpfen. Dann habe ich hier noch eine Packung Cashewkerne. Einfach so zwischendurch knabbern, das ist auch geil. Oh. Und hier ist auch noch jede Menge drin. Ha. Die schmecken so hammerlecker. Die sind glutenfrei, vegan, alles Gute nur damit. Und die schmecken gut top. Dann habe ich hier Mais Amaranth-Waffeln. Die habe ich auch von der Natura. Die esse ich am liebsten. Dann mache ich halt die Paste drauf. Hier nochmal. Ja, und für so zwischendurch, wenn ich mal gar nicht kochen will, dieser Kichererbsen-Kokos-Eintopf, auch von Alnatura, gibt es aber auch bei DM. Aber Alnatura schmeckt dann immer besser. Das hole ich mir auch einfach zum Aufwärmen. Hier Mais für den Burrito. Auch. Ups, auch von Alnatura. Dann einmal so ein Erbsentopf. Manchmal habe ich so Appetit für auf diesen. Ich habe ja keinen Kühlschrank, deshalb muss ich mir sowas aus dem Glas holen. Dann hier Kidneybohnen. Einmal Reisdrink, Calcium für das Müsli und Matcha und Reis. Hier noch eins. Habe ich hier noch eine Dose Kichererbsen, die esse ich gerne mit Reis und Soja-Joghurt einfach oben drauf. Also das vordere Fach vom Rucksack ist durch. So, okay. Dann habe ich hier einmal vom Reformhaus so eine Haferflocken geholt, die sind glutenfrei. Hier noch von DM das Amaranth für den Müsli. Hier Quinoa fürs Müsli. Alles warm. Dann hier einmal Nudeln, auch glutenfrei, auch von dem Reformhaus. Dann habe ich jetzt einmal zwei Gläser Arrabbiata geholt für die Spaghetti und für die Pizza. Und vielleicht für die Burrito mal so. Zwischendurch mal, wenn ich Appetit auf was fruchtig Süßes habe, so eine Mangostücke, die schmecken so lecker, diese von DM. Dann habe ich auch noch mal hier einmal Oliven, die esse ich mit den Crackern zusammen, wenn ich mal Appetit habe. Das zweite Glas Arrabbiata. So, und das ist hier eine Zahnseide und Zahnstocher. Ja, sorry Leute, das war der Einkauf gewesen. Ich muss jetzt die Location ändern, weil der Speicher voll war und ich das jetzt hier downloaden musste und alles löschen auf dem Speicher. Das war aber eigentlich auch der Einkauf.
Tschüss.